Guten Abend und sehr herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einem ganz besonderen Abend. Die Veranstaltungsreihe Frankfurt liest ein Buch, Deutschlands wunderbarstes und schönstes und sinnvollstes Lesefest, wie Alexander Karmann in der Zeit geschrieben hat, geht in diesem Jahr in die siebte Runde. Auch bei der diesjährigen Ausgabe zeigen wir eigentlich schon traditionell ein kleines Filmprogramm dazu, das dieses Jahr aus zwei Filmen besteht. Den einen, Enjoy the Music, über die Pianistin Edith Kraus, haben wir bereits am Mittwoch gezeigt. Heute gibt es die Fortsetzung, die auch eine wunderbare Überschneidung ist. Die beiden kannten sich nämlich von der Hölle ins Paradies über die Pianistin Alice Herz-Sommer von Michael Teutsch. Und in dem Film, ich glaube, einige von Ihnen waren am Mittwoch auch da, den wir gezeigt haben, gibt es auch eine kurze Begegnung. Da werden schon die Finger gereckt. Gibt es auch eine kurze Begegnung zwischen den beiden. Insofern freue ich mich sehr, dass viele von Ihnen oder einige von Ihnen jetzt auch heute Abend wieder hier sind. Das Buch, das Frankfurt in diesem Jahr liest, Sie wissen es ja, ist Frankfurt verboten. Ich habe noch eine alte Ausgabe mit dem alten Cover, aber das ist es, von Dieter David Zeuthe, in dem er beginnend in den 1920er Jahren die Geschichte der jüdischen Pianistin Elise Hermann erzählt, die nach Frankfurt kommt, in den 30er Jahren hier am Dr. Hoschen Konservatorium studiert, eine vielversprechende Karriere vor sich hat und dann aber mit Berufsverbot belegt wird und schlussendlich aus Deutschland fliehen muss oder fliehen kann und nach Australien emigriert. Der Verleger Rainer Weiß vom Verlag Weiß Books, der Frankfurt verboten herausgebracht hat und auch entdeckt hat, hat immer wieder von einem Glücksfall gesprochen, dass dieses Buch zu ihm gekommen ist. Ich finde es einen wunderbaren Glücksfall, dass wir diese beiden Filme haben, dass wir Filmemacher haben, die beiden, die so alt geworden sind. Edith Kraus ist 100 geworden, Alice Herz-Sommer ist 110 geworden, ehe sie gestorben ist 2013. Also der Glücksfall ist, dass wir diese beiden Filme hier haben, dass wir die Filmemacher haben, die die beiden nochmal vor ihrem Tod aufgesucht und interviewt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir Michael Teutsch heute hier haben, den Regisseur des Films. Da ist er. Herzlich willkommen. Ja, wir werden heute Abend sehr viel erfahren über das Leben von Alice Herz-Sommer, die 1903 in Prag geboren wurde, als Kind jüdisch reformierter Eltern, eigentlich in einem sehr liberalen Elternhaus aufgewachsen ist. Sie hat mit 6 Klavierunterricht angefangen, mit Klavierspielen angefangen. Sie hat dann auch studiert, Musik studiert. Sie hat eine Karriere gemacht, auch noch. Und wurde dann, wie Alice Hermann in Frankfurt verboten und wie Edith Kraus auch, mit Berufsverbot verlegt. Später dann nach Theresienstadt deportiert, dass sie wie durch ein Wunder überlebt hat, wie Edith Kraus auch. Und zusammen mit ihrem Sohn überlebt hat und danach wieder zurück nach Prag gegangen ist, dann später nach Israel ausgewandert ist und dann ihrem Sohn nach London gefolgt ist. All das wird Alice ganz ausführlich in, von der Hölle ins Paradies erzählen. Und ich freue mich sehr, dass wir im Anschluss dann noch viel mehr erfahren über ihr Leben und noch viel mehr erfahren über die Gesprächssituation und über den Film, wie er entstanden ist. Und umso schöner, dass Herr Teutsch heute hier ist. Und bevor wir dann gleich zum Film kommen, bedanke ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Frankfurt liest ein Buch, bei Lothar Ruske, Sonja Gülk und bei Robin Schmere von Weißbuchs, der schönerweise heute Abend auch hier ist. Und möchte Ihnen, bevor wir jetzt loslegen, nochmal Herr Teutsch kurz vorstellen. Er hat seit 1970 als Kameramann und seit 1996 als Autor und Regisseur gearbeitet. Als Kameramann unter anderem bei Warheads von Romuald Kamaka oder bei diversen Dokumentarfilmen Boat People auf der Kap Anamur von 1987, Leni Riefenstahl, Ein Traum von Afrika von 2000 und in verschiedensten Serien. Als Regisseur wiederum gibt es einige Filme, die er gemacht hat, sehr viele sogar. Ich nenne Ihnen einige wenige. Hier sind wir die Türken von 2001, Sound of Freedom von 2004 und Café Ta'amon. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Jerusalem, wir haben es vorhin nochmal geübt. Sein neuester Film, der gerade im Dezember jetzt in Jerusalem und Tel Aviv gezeigt wurde, auf Einladung des Goethe-Instituts, war Herr Teutsch auch da und kann vielleicht darüber nachher auch noch erzählen.
Im Moment ist er auf Recherchereise in Puerto Rico und in den USA gewesen. Gerade vor einigen Tagen ist er zurückgekommen. Vor drei Schön, Tagen. vor Ich habe drei noch Tagen. Jetlag, also man muss mich entschuldigen. Ich stehe ungefähr noch 1,5 Meter neben mir. Ja, ein Café de Amon ist auch auf vielen Festivals gelaufen und unter anderem beim Dokumentarfilm, bei der Dokumentarfilmwoche in Duisburg mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden. So viel zu Herrn Teutsch. Jetzt gehen wir gleich über zu Alice Herz Sommer und ich wünsche Ihnen einen musikalischen, anregenden, interessanten Abend und freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz kurz von meiner Seite. Ich freue mich, so viele Menschen zu sehen, weil zu dieser Zeit und draußen ist die Sonne und überall gibt es den herrlichen Appleboy und Sie sind trotzdem hier. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ich mache es ganz kurz vorweg, damit Sie nicht auf die lange Folter gespannt werden. Ich freue mich, dass, ich darf beinahe sagen, meine Alice, wir waren sehr, sehr befreundet, nachdem wir angefangen haben zu drehen. Und dass sie so eine Verbreitung findet, dass sie ihr wunderbares Wesen, das sie jetzt in meinem Film kennenlernen können. Und hinterher, soweit ich kann, beantworte ich gern ihre Fragen oder stelle mich der Kritik, versuche ich. Dankeschön, dass Sie da sind. Nochmal sehr, sehr herzlich willkommen, Michael Teutsch. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Film. Es ist kaum zu glauben, wie bewegend und wie positiv Alice Herz Sommer in ihrem Film, aber auch in ihrem Leben war, nach all dem, was sie erleben musste oder erlebt hat. Sie haben vorhin von Ihrer Alice gesprochen. Erzählen Sie uns doch mal für den Anfang, wie Sie zu Ihrer Alice gekommen sind, wie die Idee zum Film entstanden ist und wie Sie sie kennengelernt haben. Meine verstorbene Frau hatte eine gute Freundin und deren Vater war Professor, wenn er ist Professor, und hat in Jerusalem deutsche Literatur gelehrt. Und an jedem Freitag eben, wie alles sagt in dem Film, gab es bei ihr einen Jour fix. Und dort kamen ja, Studenten, Professoren, Elite zusammen und man traf sich und diesen Professor habe ich kennengelernt und der hat mir damals, das ist schon eine ganze Weile her, da gab es noch die Musikkassetten, da musste man noch auf Musikkassetten aufnehmen, da war noch nichts mit DVD und der hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt und ich war sozusagen entflammt und habe gedacht, da muss ich was tun, ich muss über diese Frau muss ich irgendwas machen und naja, Film natürlich, weil das ist mein Job. Ich rief sie an und habe gesagt, hier ist der Michael aus München, hat sie gesagt, ach Michael, ja, ich weiß schon, Professor Stenzel hat mir erzählt, ich weiß schon von Ihnen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich würde gern mal kommen, vielleicht kommen wir doch irgendwie zusammen und wir können was machen zusammen, vielleicht sogar einen Film. Und hat sie gesagt, kommen Sie schnell, junger Mann, ich bin 98, ich könnte morgen schon tot sein. Naja, gesagt, getan. Ich habe natürlich noch schnell versucht, irgendeine Redaktion aufzutun, die Interesse an dem Thema hat. Die Redaktion gibt es sehr wohl, aber da braucht man dann jahrelang, bevor man eventuell Glück hat und eine Redaktion sagt, okay, wir koproduzieren das oder wir geben einen Auftrag. Also bin ich auf eigene Kappe nach London geflogen und habe alles kennengelernt und es dauerte nicht lange, dass ich neben ihr auf dem Kanapee saß. Komm, setz dich her, junger Mann. Und sie erzählte und ich hörte zu und eigentlich fragte sie mich ununterbrochen aus und das war auch später bei den Dreharbeiten so. Habe ich gesagt, alles so geht das nicht, eigentlich muss ich fragen, weil sonst kriegen wir keinen Film zusammen. Sie hat mich sofort angenommen. Am zweiten Tag habe ich Recherchenkamera gedreht. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die qualitativ vom Bild nicht so toll sind. Das weiß ich schon, aber da war sie so lebendig, dass ich lieber die etwas schlechtere Version der Bilder genommen habe. Aber halt später, wo sie dann schon etwas mehr im Film drin war. Es war eine großartige Arbeit. Die zweite und dritte Besuch in London hatte ich dann auch meinen Freund dabei, der hat meinen ehemaligen Assistenten, der hat zweite Kamera gemacht und dann konnte ich mich auch ein bisschen besser auf die Fragen konzentrieren. Und ja, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, alles ist ein
ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, verzeihender Mensch, ein Mensch. Mir war es unverständlich. Ich habe mir gedacht, das kann so nicht sein. Die Familie ist beinahe vollständig ausgerottet worden. Und wie kann man da nicht hassen? Und sie hat gesagt, nein, ich kann nicht hassen, das geht nicht. Wenn ein Volk so jemanden wie Beethoven oder Goethe hervorbringt, dann sind da schon mal zwei und dann können, weiß ich was, Tausende, Zigtausende übel gewesen sein. Aber die beiden, für dieses Wert, dass ein Volk auch weiterlebt und weiter existiert, deswegen kann ich auch verzeihen. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ich habe immer gedacht, das kann so nicht sein. Ich habe gebohrt, ich gebe es zu. Ich habe versucht, irgendwie doch dahin zu kommen, dass er irgendwann sagt, jawohl, ich habe sie gehasst, die Peiniger. Sie hat es nicht. Sie ist so, wie sie ist. So kommt sie rüber und das ist nicht gespielt. Das ist die Wahrheit. So ist einfach alles. So war sie. Und was wussten Sie, bevor Sie angefangen haben zu drehen von ihr und von ihrem Leben? Also diese Musikkassette, die mir der Professor Stenzel dann besprochen hatte, das habe ich mir sehr genau angehört und damals war über Alice, die war eigentlich überhaupt nicht bekannt und deswegen war das, was auch im Internet war, nicht viel und das, was ich also wusste, war von Professor Stenzel. Und nachdem der Film dann fertig war und ich auch zu verschiedenen Filmfestivals eingeladen war, auch nach Israel und dann nach meinem Besuch, nachdem der Film dann draußen war, gaben sich die Journalisten bei der Alice die Türklinke in die Hand. Und es sind dann auch noch weitere Filme entstanden nach Ihrem Film, ne? Ist richtig, nach mir kamen noch diverse andere und ein Film, glaube ich, hat sogar einen Oscar für die... Kurzfilm von 2013, ja. Glaube ich. Mhm. Und ich war sehr eifersüchtig, weil es war meine alles. Dann hat meine Frau gesagt, schäm dich, du solltest dich wirklich schämen, was die Frau durchgemacht hat und du hast ihr geholfen, dass man jetzt sie kennt und dass sie weltweite Reputation hat, dass die Menschen kommen. Also schäm dich. Ich habe mich geschämt und habe mich umgeändert und habe gesagt, okay, kommt alle, es ist unser alles und nicht meine alles. Ja, sie hat ja tatsächlich ein unfassbar reiches und vor allem unfassbar langes Leben gehabt. Mit 110 ist sie 2013 gestorben. Und sie hat als eine der wenigen, mit denen man zu der Zeit noch sprechen konnte, tatsächlich auch den Ersten Weltkrieg noch miterlebt. Sie haben sich in Ihrem Film jetzt leiten lassen, nehme ich an, von dem, was und wie sie erzählt hat. Oder gab es da noch Überlegungen, dann auch einfach weiterzugehen, noch tiefer in die Musik einzusteigen oder in ihre musikalische Karriere, in ihr musikalisches Leben? Weil der Film ja wirklich sehr viel Persönliches erzählt und das Thema Musik, berühmt wie sie war, von ihr ja auch immer nur so ein bisschen am Rande erzählt wird. Also sie erzählt manchmal, ja, da habe ich die Akademie mitgegründet und da habe ich unterrichtet und da hatte ich den Kreis, aber es ist alles so en passant erzählt und so bescheiden. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Das ist, wollte ich gerade sagen, bescheiden und zwar im positiven Sinne des Wortes. Sehr, sehr bescheiden. Und deswegen wollte ich auch so bleiben an ihr, wie sie sich auch gibt. Also was soll ich bohren in die Tiefe, dass sie mal unglaublich wunderbar und immer noch mit 98. Sie hatte große Probleme, sie hat Gicht in Fingern gehabt und sie hat zu mir gesagt, Michael, ich weiß schon, das klingt manchmal nicht mehr so, aber dann spiele ich eben mit 8 Fingern. Sie hat gespielt und das war ihr Leben. Und ich wollte da nicht tiefer gehen, weil sie war einfach eine großartige Pianistin und durch ihre Bescheidenheit hat sie das eben auch nur angerissen. Ich glaube, das, was sie so erzählt hat, das, was ihr Leben ausgemacht hat, das war das, was es wirklich war. Ich brauchte nicht bohren. Sie hat gerne und gut erzählt, aber wie gesagt, sie wollte eigentlich immer von mir und von meinem Kollegen wissen, wie es uns denn so geht und wie unser Zuhause war und wie unsere Familien waren. Und das war kurz, ich drehte mit der alles, das war kurz, relativ kurz. Ich hatte im Jahr 2000 dann schweren Hubschrauberabsturz im Sudan. Wir haben mit der Leni Riefenstahl, mit über sie einen Film gemacht und wir sind abgestürzt und waren wirklich im Eimer. Also Leni Riefenstahl lag neben mir im Rettungsjet nach Deutschland. Mein Assi saß hinter mir, also auch völlig kaputt. Und dann hat die alles mal, ja, und wie war das jetzt mit der Riefenstahl? Die war ja eine sehr bekannte und sehr berühmte Persönlichkeit. Dann habe ich gesagt, ja, die hat den Nazis die Werbefilme gemacht quasi. Ja, schon, aber schon bemerkenswerte Frau. Also Sie sehen, Alice war irgendwie eine besondere Frau. Die konnte dann nicht sagen, ja, nie
Sympathie da mit der Nazi, unterdrücke ich jetzt. Sie war menschlich. Ja, das sage ich jetzt mal so. Ja. Das können ja auch nicht viele von sich erzählen, dass sie einen Hubschrauberabsturz mit Leni Riefenstahl überlebt haben. Schon eine tolle Geschichte. Es hätte es nicht gebraucht, aber es war so und es gehört zu meinem Leben. Und ich war ja, wie gesagt, 30 Jahre Director of Photography, also lichtsetzender Kameramann. Und dann habe ich nach diesem Unfall, habe ich dann irgendwann gedacht, bevor es zu spät ist, ich glaube, ich muss mich nochmal auch als... ich habe mich schon irgendwie als Dokumentarer gesehen und das habe ich ausprobiert und das mache ich. Und meine Filme werden schon sehr gemocht, aber es ist nicht einfach, weil ich einfach nicht bereit bin, bei den Redaktionen, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu Kreuze zu kriechen und den Redaktionen ihre Filme zu machen, wie die es wollen. Und ich mache das nicht. Deswegen, meine Filme sind meine Filme, die mache ich so, wie sie aussehen sollen. Und deswegen sind meine Filme, also in Anführungszeichen, keine großen Filme, weil ich selber finanziere. Ich bin leider kein reicher Mann. Wäre ich reich, würde ich so meine Filme fließen lassen. Aber nur gut, sie sind da, die Filme, trotzdem. Und ich habe auch vor, weiterzumachen. Ich habe diverse neue Projekte schon wieder. War gerade jetzt in Puerto Rico zu Recherchen und war eingeladen in Grinnell in Iowa mit meinem letzten Film, Café Ta'amon. Und ich mache einfach weiter, solange es geht. Hat jemand... Genau, wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Wir haben noch Zeit und noch eine kurze Frage von mir. Und Sie können sich schon, falls Sie Fragen haben, die schon überlegen in der Zwischenzeit. Was hat denn, oder andersrum, ich nehme an, Sie haben natürlich wie immer viel mehr Material gedreht, als dann schlussendlich im Film existent und zu sehen ist. Was hat denn oder hat Alice auch von ihrer Beziehung, um den Bogen jetzt zum Mittwoch zu schlagen, zu Edith Kraus erzählt? Und wenn ja... Was? Leider war, also für mich als Filmemacher, Edith Kraus lebte in Israel und alles hat mit ihr viel telefoniert und sie sagte mal, ja, Michael, Sie müssen unbedingt die Edith noch kennenlernen, aber das war einfach jenseits meiner Möglichkeiten und das hätte mich auch in unserem Film jetzt zu weit weggeführt. Da waren ja viele, ich habe ganz viele sehr, sehr interessante Interviews gemacht mit die eine Dame bei der Symposium of the Survivors of the Holocaust und bei der in der Synagoge von Westminster war auch Anita Wallfisch dort, das war die Dame, mit der Alice dort war. Wir haben auch Gespräche geführt, das ist eine Dame, die nun wieder ganz anders drauf ist, aber die war auch im Auschwitz-Orchester und ist, glaube ich, tiefst innerlich verletzt auch. Wir haben Interviews gehabt, aber man muss sich irgendwann entscheiden. Ich kann nicht alle Leute mit reinnehmen, es geht einfach nicht. Alice war einfach mein Main Subject, meine Hauptprotagonistin und dabei blieb es dann auch. Also ich kann jetzt zu Edith Kraus nicht so viel sagen. Das müssen Sie auch nicht, das war jetzt nur eine Interessensfrage, weil im Enjoy the Music beide eben ganz kurz miteinander telefonieren zu sehen sind und ist ja, glaube ich, für die Enjoy the Music gesehen haben, einfach sehr ungewöhnlich ist, wie lange die beiden befreundet waren und wie eng die beiden auch befreundet waren, gleichzeitig wie unterschiedlich die beiden einfach auch sind, so komplett andere Persönlichkeiten. Edith Kraus ist sehr viel in sich gekehrt und stiller und trauriger, glaube ich auch. Und Alice wirkt so unfassbar lebendig und positiv. Das hätte mich jetzt einfach nur interessiert. Mhm. Ja. Der Tod vom Raphael, ihrem Sohn, das war wirklich eine ganz, ganz, ganz schwere Geschichte. Ich hatte ihn in meinem Timetable, Dienstagabend stand drin, Achtung, Mittwoch kommt Raphael aus Jerusalem zurück, aus Israel nach seiner Konzerttournee. Und wir sind abends von Alice weggegangen und ich habe gesagt, Alice, ich räume jetzt mal zusammen. Nein, hat sie gesagt, lassen Sie stehen, Michael, Sie sind ja morgen wieder hier. Und also gut, wir haben alles stehen lassen und am nächsten Morgen habe ich so nach höflichkeitshalber mal angerufen, um zu gucken, wie es denn so ausschaut. Wir waren ja verabredet und dann sage ich, und Alice, wie geht's heute so? Und dann sagt sie zu mir, schlechter kann es nicht gehen, Michael. Und dann habe ich gedacht, na, seltsamer Scherz, macht ja keine Scherze, sollte nicht. Dann sage ich, wieso? Und dann hat sie gesagt, mein Sohn ist gestern gestorben.
Und dann bin ich zu ihr in die Wohnung und wollte auch alles zusammenpacken. Und auf ihren ausdrücklichen Wunsch, alles hat das gewollt, hat sie gesagt, ich habe gesagt, wir gehen jetzt, weil waren so ein paar Freunde da und dann wollten wir uns dann so vorsichtig entfernen, weil ich wollte dann auch nicht so, ich wollte nicht in sie dringen. Aber sie hat von sich aus gesagt, Michael, ich möchte das jetzt in ihre Kamera sagen. Ich habe ihn. Das ist mir wichtig. Und dann hat sie auch gesagt, was sie gehört haben und gesehen haben. Und Jahre später noch, wenn wir telefoniert haben, und das ist jetzt kein Flattering, auch nicht, ich bin auch sicherlich nicht eingebildet, ich glaube auch nicht, dass sie das denken von mir, aber sie hat immer gesagt, wissen Sie, Michael, das hat mir so geholfen über den Verlust vom Raphael unsere Arbeit, weil wir haben danach noch weitergearbeitet, noch Tage. Und auch die Beerdigung, gut, die habe ich mit Absicht per Distanz gedreht. Und sie hat gesagt, das hat mir so geholfen, das zu bearbeiten und zu verarbeiten, dafür hat sie mir sehr gedankt. Gibt's denn eine Frage oder einen Ah. Kommentar? Ja. Wir haben ein Mikro, mein Kollege kommt, dann verstehen es auch. Es ist immer schwierig mit der Akustik, man hört es nicht so richtig. Das Mikro kommt gleich. Hinten hört man es meist nicht. Ich wollte direkt dazu fragen, woran der Sohn gestorben ist. Er hat ein Aneurysma gehabt, er ist sozusagen direkt nach dem letzten Konzert ist er umgesunken ins Krankenhaus gekommen, aber es war, bei Aneurysmen ist das meist zu spät, ja. Hinten war noch jemand. Ah ja. Hatten Sie nie die Idee, ihn in den Film zu bringen, also dass er irgendwas erzählt hätte, der Sohn? Der war ja nicht da. Als wir gedreht haben, war der Raphael in Israel mit seiner Konzerttournee. Naja, wir waren immer wieder dort, dreimal, viermal, aber er war entweder sonst wo auf der Welt und diesmal sollte es so sein, dass er quasi am Mittwochmorgen waren wir schon verabredet per Telefon. Das war schon in trockenen Tüchern. Ich hatte natürlich auch Material über den Raphael, aber das war alles sehr, sehr starkes Amateurmaterial, was wirklich nicht gut aussah. Und ich wusste auch nicht, wie ich das hätte interessanter einschneiden können oder sollen, war nicht mein Ding. Also ich habe das gelassen. Ich denke, das, was alles sagt und das spricht für sich, ja. Sie haben da so ein Ah, ja. genommen mit dieser Musik, die da die Theresienstadt oder diese Ja. alten schwarzen Aufnahmen Ja. begleitet. Das ist so, ich weiß gar nicht, was das ist. Das hört sich fürchterlich kaputt an. Also wirklich so Quetschkommode und Orgel pfeifen durcheinander. Also finde ich einen sehr guten Kunstgriff. Und ich würde gerne wissen, wie die Alice das gesehen hat, diese Form von kaputter Naja, das ist eigentlich eine ganz Ton. einfache Sache. Das ist ihre Musik rückwärts gespielt. Und Alice fand es, naja, alles hat, interessanterweise hat sie den Film, glaube ich, auch erst 2 Jahre nach Entstehung gesehen. Es ging nicht anders von meinem Termin und von ihrem Termin. Und als wir uns den Film dann angeguckt haben, hat sie zu das ist ein großartiger Freund, der zum Schluss hinter ihr stand, dass der Amos Fitzthum, ein sehr berühmter Wirtschaftswissenschaftler. Und zudem hat sie dann gesagt, ach weißt du, Amos, da sind ja immer, da kommen ja immer so Sachen dazwischen. Ich werde ja immer unterschnitten und wenn ich, dann hat er gesagt, Alice, das ist so, man kann das nicht einfach so stundenlang stehen lassen und so. Ach so, so ist das, ja, in Ordnung. Und dann, ja, diese Musik ist ja schon, ja, das ist deine Musik, das ist nur rückwärts. Rückwärts? Ja, aber warum denn rückwärts? Ja, um das eben zu verfremden und ach, zu verfremden. Und sie war ja immer bereit, Neues aufzunehmen und das auch sehr zu tolerieren, was man da so gemacht hat. Also, und wie war der Film jetzt für Sie? So, also, was hat Sie dazu? Ja, es war ganz gut, ja, also, es war ganz gut, ja. Ja, da ist noch eine Dame, glaube ich, ja, da hinten im Dunkeln. Ja,
Also ich wollte Ihnen als allererstes für diesen Film danken. Also das ist so wunderbar, dass Sie das so aufgegriffen haben und einfach so wunderbar dargestellt haben. Es wäre so schade gewesen, wenn sowas ja so ein Leben verloren gegangen wäre und dass Sie Ihre Alice letztendlich ja dann mehr oder weniger berühmt gemacht haben. Also ich bin wirklich ganz ergriffen gewesen von Ihrem Film und das wollte ich mal als allererstes sagen. Und danke, schön. Also ja, wirklich, es wäre ein großer Verlust gewesen und ich glaube, es gibt und jetzt gerade, wo diese Generation natürlich weniger wird, also finde ich es ganz, ganz wertvoll. Und zum anderen wollte ich auch einfach noch fragen, was ich auch so gelungen fand, waren dann auch diese Filmabschnitte so zwischendurch, auch als es dann in den Süden ging zum Beispiel. Das sieht ja auch eigentlich aus wie so ein, ja, wie so eine alte Zugreise oder so. Sie hat ja gesagt, wir nach Rimini. Aber haben Sie das selber dann eigentlich gedreht und dann noch so einen Filter drauf? Oder wie ist, was waren das so für? Oh, jetzt muss ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man, wie gesagt, ich finanziere meine Filme selber und dann Klammermaterial heißt, also man benutzt Footage von bereits entstandenen Filmen oder so, die man natürlich dann alle mit Rechten abkaufen muss, was ich nicht kann. Ich kann es einfach nicht. Und manchmal muss man sich halt dann mit Tricks behelfen. Dieses Stück Italien stammt aus einem Film, den ich als Kameramann gemacht habe. Das war eine literarische Filmerzählung, wo wir bis nach Kalabrien gefahren sind. Und das habe ich mit Einverständnis der Regisseure benutzen dürfen. Das habe ich also damit eingeschnitten. Natürlich, man sieht, gut, wenn man genau aufpasst, das wäre sicherlich damals eine Dampflok gewesen, aber na gut, Sie haben es nicht gemerkt oder vielleicht das ist in Ordnung. Es hat eine bestimmte Textur und so sind die Texturen meistens, die ich einschneide, auch in meinem letzten Film über das Café Tamon in Jerusalem, oft der Not geschuldet, aber dann auch wieder gewollt, damit sich's abhebt, damit sich's wirklich abhebt von heute, von damals. Es hat eine besondere Textur und die verfolge ich gern. In yes, diesem Fall, super. Gut, das war auch 16mm Material mal gewesen und das hat ein besonderes, das stimmt, ja, das sieht irgendwie ganz schön aus. Ja, das stimmt. Also danke nochmal, wirklich. Ja, Dankeschön, dass Sie da sind. Und die Dokumente, die Sie im Film verwendet haben, die historischen Fotografien, die Alben, die Alice durchblättert, wo sind die her? Das war direkt bei der Alice. Die hat sie. Aber das war ihr eigenes Album. Das war ihr eigenes. War alles und die anderen eigenes, Fotografien, ja. Die man eingeblendet sieht, das ist alles von Alice Bestand. Gewesen. Ja, das war von Alice. Wenn ich abends nach Hause gegangen bin, ich habe mit meinem Kollegen Bed and Breakfast mir geteilt, damit man günstig wohnt und habe dann abends noch die Fotos mitgenommen und abfotografiert und naja, was man dann halt, damit man nicht auf dumme Gedanken kommt abends, hat man immer noch was zu tun. Also das war ein Glücksumstand, dass die Alice doch so viel Fotos auch hatte, ja. Mikro kommt. Na, ja. Also gut, wegen mir. Was? Ja, weil ich so klein bin. Ich habe fast ein ganzes Leben lang gebraucht, um zu begreifen, dass ein solcher Mensch ohne Hass und ohne Bitterkeit ist. Sonst wäre dieser Film auf diese Art ja selbstverständlich gar nicht möglich gewesen. Mit einem hasserfüllten Menschen können Sie keinen Film drehen. Sie können einen drehen, aber der kommt anders raus. Ich habe über Jahrzehnte hier in Frankfurt Kontakt gehabt mit Überlebenden. Auschwitz, Treblinka, auch Theresienstadt. Und ich konnte nicht begreifen, dass ein Überlebender, der seine Familie, fast alle seiner Verwandten verloren hat, zu mir sagt, damit ich weiterleben kann, muss ich verzeihen lernen. Ich kann nicht mit Hass leben. Ich muss verzeihen lernen, sonst muss ich mich umbringen. Ich halte das sonst nicht aus. Also, das Verzeihen, das ist eine Leistung. Wie kommt diese Art von Verzeihen, wie kommt die zustande? Das ist ein wenig schwierig.
Und das hat mich heute sehr beeindruckt. Ich meine, um diesen Film zu machen, musste dieser Mensch so sein, genau wie er da war. Sonst wäre das nicht gegangen. Sonst hätte er ein paar Sätze gesagt und dann wäre Feierabend gewesen. Also es hat sich gelohnt, dass wir heute hier waren, gell, Silvia? Und ich danke Ihnen auch für Ihre Arbeit. Ja. Alles Gute. Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön. Ja, guten Abend. Ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar, gibt es alte Aufnahmen von Alice? Und ganz besonders würde mich interessieren, die seine Aufnahme Appassionata, weil die ja auch im Radio stattgefunden habe. Das wäre, ja. Ich muss Ihnen gleich entgegnen, es gibt nichts. Ich habe alles gesucht. Es gibt nichts von alles. Es gibt eine Tonaufnahme von ihr, aber sehr viel später und auch sehr schlechte Qualität. Das haben Freunde gemacht mit so einem Kassettenrekorder mit schrecklicher Qualität, was nichts brachte. Und Bild- und Tonmaterial gibt es nicht, leider. Also sprich, sie hat nie professionell eine CD, eine Platte, was auch immer aufgenommen? Nein, nie. Ich wollte nur noch ganz kurz erwähnen, ist Ihnen auch die Ähnlichkeit mit Wladimir Horowitz aufgefallen? Also diese erste, also von ganz Anfang. Im Profil vor allem, genau, ja klar. Ja. Ja, und auch wie sie lacht, auch sobald sie aufhört zu spielen. Ja, na klar. Okay. Danke. Ist mir nicht bekannt, Trude Simonson. Nein, kenne ich nicht. Es gibt ja Internet, ich werde das nachholen. Danke. Die zwei Enkel, die wir im Film gesehen haben, haben die auch diesen Film von Ihnen gesehen und wie haben die reagiert oder haben die überhaupt gewusst, was Ihre Oma alles so erlebt hat? Oder war das alles neu für die vielleicht? Nein, die haben sehr wohl gewusst, was die Oma gemacht hat. Die Söhne sind aus erster Ehe vom Raphael. Er hat dann nochmal geheiratet, eine Cellistin, Geneviève Sommer dann. Und die Enkel haben sehr wohl gewusst, was sie macht. Und Alice hat sehr früh versucht, aus den Enkeln auch musikalische, ich will nicht sagen Wunderkinder, aber gute professionelle Pianospieler und der andere hat Geige gelernt zu machen. Aber sie hat gesagt, ich habe festgestellt, meine Enkel sind nicht so musikalisch und so begabt. Die sind in eine andere Richtung. Der eine ist in Sachen Musikproduktion unterwegs und der andere macht, glaube ich, was Kaufmännisches. Und die haben sehr wohl gewusst und die sind auch in Liebe sich zugetan zu Alice. Sie haben den Film gesehen, ich war nicht dabei, ich habe ihn geschickt natürlich, ich kann zu der Redaktion wenig sagen, aber ich habe, als Alice dann starb, habe ich geschrieben oder angerufen und sie haben sich bedankt und haben gesagt, es ist nett, wenn du kommst, aber wir machen es im ganz kleinen Kreis, sie haben es also wirklich im ganz kleinen Kreis die Beerdigung gemacht, deswegen habe ich auch Abstand genommen hinzugehen. Aber sie haben ihre Oma, ihre Grandma sehr, sehr, also sie haben Alice gesagt, Alice sehr geliebt. Sehr, ja. Herr Deutsch, Sie hatten vorhin mal angedeutet, dass es schwierig war, mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zusammenzuarbeiten. Und das wäre doch wirklich ein Thema, wo man sagt, da müssten sich auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beziehungsweise Fernsehanstalten dafür interessieren. Könnten Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, warum das so schwierig war? Naja, die Schwierigkeit liegt darin, dass die Redaktionen halt das Bestreben haben. Ich weiß nicht genau, ob das irgendein Rundfunkvertrag verankert ist oder ob es in der jeweiligen Ansatz der Redakteure nur so ist. Die Redakteure haben immer das Ansinnen, wenn ihnen was präsentiert wird, also sie kommen hin und sagen, ich habe hier was über die alles, dann wird erstmal gesagt, da braucht man viel Zeit, dann sage ich, die Dame ist aber 98, es kann keiner warten, ich kann nicht warten, das mache ich auch nicht. Das ist die erste Hürde. Also das braucht Jahre. Und dann ist es so, dass man sagt, na, das ist ja ein ganz schönes Skript und auch eine schöne Idee, die sie da haben. Nur wir müssen das erstmal nochmal ganz anders aufziehen.
das ist das Erste, was sie hören. Und dann sagen sie, wieso anders aufziehen? Moment, ich habe Ihnen doch jetzt gerade gezeigt, was ich mache. Ich habe Probe gedreht, ich habe Material zur Verfügung gestellt. Im Bayerischen Fernsehen hat von mir 2 Stunden Material bekommen, auf Verlangen, weil sonst wäre gar nichts gegangen. Und dann hat der zuständige Redakteur gesagt, ja, also es tät ihm sehr leid, auch nach den 2 Stunden Material, er könne sich den Film nicht vorstellen. Dann habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, aber für ihn werde ich den Film jetzt nicht hier roh schneiden, damit er sich was drunter vorstellen kann. Das muss ein Redakteur schon im Kopf haben. Also mehr oder weniger, die wollten sich einmischen auch in ihren, in den ganzen Ablauf. Immer, natürlich. Ich habe für den Bayerischen Fernsehen habe ich eine Lebenslinie. Es gibt so eine Folge, eine Lebenslinie, die eigentlich sehr gern gesehen werden. Und die habe ich gemacht über einen Herrn, der aus Bayern nach Südafrika ist. Und ich kam zurück mit sehr schönem Material. Und da habe ich mich also hingesetzt mit der Kötterin. Und nach einer Woche hat sich die zuständige Redakteurin das angeguckt und hat gesagt, so können wir das überhaupt nicht machen. Tja, dann habe ich gesagt, aber ich will das so. Und dann hat sie gesagt, Herr Teutsch, haben Sie mal in Ihren Vertrag geguckt, da ganz hinten, unten? Dann habe ich dann nochmal geguckt und da steht drin, der BR hat immer recht. Und wenn ich darauf bestehe, dann hätten sie gesagt, okay, dann zahlen sie uns das Geld zurück. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits über 60.000 Euro verdreht. Das hätte ich nicht zurückzahlen können. Also musste ich die Zähne zusammenbeißen und unter Umständen, die mir heute noch das Blut kochen lassen, den Film fertig machen. Also so ungefähr sind die, so ist es. Ja, ja. Vielen Dank für diese Information. Gerne. Das war sehr aufschlussreich. Danke auch für Ihren ganzen Beitrag. Ja. Okay. Ja, möchte mich auch erst nochmal sehr herzlich bedanken. Mir ist Alice Herz-Sommer vor einigen Jahren begegnet, das werden Sie wahrscheinlich wissen, das waren jetzt doch die Öffentlich-Rechtlichen, nämlich über einen Beitrag bei Arte, das kennen Sie wahrscheinlich. Und dann gibt es ja auch ein Buch, da wollte ich einfach mal fragen, ob Ihnen das auch bekannt ist, dass Ihre Schülerin gemacht hat als Dokumentation über Alice Herz-Sommer. Nein, dieses Buch ist mir nicht bekannt. Deswegen, das wunderte mich gerade die ganze Zeit, weil in dem Buch wird sehr vieles auch, also das sind auch Interviews und vieles von dem, was sie hier erzählt, erzählt sie da auch. Und sie erzählt zum Beispiel auch die Frage, die vorhin gestellt wurde, da wurde gefragt, ob die Enkel eigentlich wussten oder auch ihr Sohn wusste, welches Leid sie erlitten hat. Und sie schreibt in dem Buch immer wieder oder sagt in dem Buch immer wieder, dass sie schon in Theresienstadt ganz bewusst ihrem Sohn es versucht hat, so schön wie möglich zu machen. Also es gibt einen Film, der heißt, wie heißt dieser Film? Kommt, ja, Das Leben ist schön, genau, dieser Film. So in dieser Art, so habe ich das damals aufgefasst. Also das Buch habe ich vor einigen Jahren entdeckt. Das ist nicht alt, das ist höchstens, sage ich mal, 10 Jahre alt oder so. Und in dieser Art, glaube ich, hat sie das gemacht und sie wollte das immer. Sie hat auch gesagt, dass sie, das ist, erwähnt sie, glaube ich, auch in ihrem Film, dass sie in Israel ganz bewusst nie erzählt hat, welches Leid sie erlebt hat. Und so, glaube ich, hat sie, ich denke, ihre Enkel haben es gewusst, aber sie haben nicht so, also dass sie so wie mitempfunden haben, in dem, das wollte sie auch nicht. Nein, sie ist auch nicht tiefer gegangen als in meinem Film. Genau. Das wollte sie ganz auch nicht erzählen und das hat sie auch nicht erzählt. Und ich habe auch nicht gebohrt, weil ich denke, jeder interessierte Mensch und politisch und historisch halbwegs gebildete Mensch weiß, wie es dort zuging und hat viel selber in seinem Leben gesehen, gelesen. Deswegen habe ich da auch nicht gebohrt. Also ich dachte nämlich, ob Sie das kennen, aber ich wollte es einfach jetzt mal erwähnen, auch für Menschen, die vielleicht sich noch interessieren. Das Buch, dieses Buch kenne ich nicht, es gibt noch ein anderes, gerade als ich da war, schrieb ein, oh Mann, der Herr Autor möge mir verzeihen, aber das heißt auch so in ein Paradies in der Hölle oder so ähnlich hieß das Buch auch, das ist von, ich weiß nicht, wie, Sie kennen es wahrscheinlich, manche von Ihnen kennen es vielleicht, sehr interessant, absolut interessant, ja. Ja, also das ist, wie das gesagt, von Schülern gemacht, also von einer Schülerin. Da ist dann auch der Titel entnommen, Ihr Filmtitel, Von der Hölle ins Paradies. Nee, den habe ich aus den Interviews, wo sie sagt, wir sind dann aus dem Feld, wo wir eigentlich erschossen werden sollten, sind wir zurückgebracht worden. Und da habe ich gedacht, dieses eigentlich eine Hölle, aber wurde dann zum Paradies. Das hat sie gesagt und danach habe ich meinen Titel dann ausgesucht. Ich habe
hinter Ihnen, wenn Sie sich umdrehen, war. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, weil sie sprach von ihrem ersten Mann. Daraus schließe ich, dass es einen zweiten gab, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das war der erste Mann von Edith Kraus, hatte sie gesagt, der erste Mann von Edith Kraus. Nee, alles war nur einmal verheiratet und dann, sie war ja auch, ja, ich fand ganz süß, so ein bisschen wie meine Großmutter. Und dann habe ich gesagt, alles, sie war noch eine attraktive Frau und sie haben was dargestellt und sie haben toll gespielt und war denn nicht nochmal die Idee, sich jemanden zu öffnen oder so? Ach, dann hat sie schon so ein bisschen kokettiert und geschmunzelt und hat gesagt, ach ja, nee, aber sie wollte ganz für ihren Sohn da sein und ihr verstorbener Mann, der wäre es schon gewesen. Also es waren schon Bewunderer da. Ja, das gab's, aber sie hat sich nicht geöffnet, sie wollte das nicht. Sie ist, ich glaube, es war Lungenentzündung, ins Krankenhaus gekommen und ist aber leicht gegangen. Also das hat mir der Amos erzählt und die Enkelsöhne, die ich auch anrief, und die haben mir gesagt, nein, she went very peacefully. She died in her sleep. Sehr, very peaceful. Ich habe das Mikrofon und ich habe noch mal eine Frage, um den Bogen zu schließen zu diesen Leseaktivitäten in Frankfurt und das Buch Frankfurt verboten. Also ich habe mit Dieter David Seute gesprochen, wie er hat so vor 4 Jahren das Buch begonnen, wie er auf dieses Buch gekommen ist. Und er sagte mir, es war ein bisschen in Eile, aber er sagte mir über ein Buch und über einen Filmbeitrag. Jetzt die konkrete Frage an Sie, haben Sie mit Dieter David Seute mal Kontakt gehabt? Denn einmal stimmt ja nun der Name, es ist die Pianistin, es ist diese Verfolgung und das Auftrittsverbot, kommt ja hier auch im Film stark mit rüber. Also ich werde ihn noch mal sehen zur Abschlussveranstaltung, werde ihn konkret fragen, aber jetzt die Frage an Sie. Die muss ich weitergeben an den Frau Haas. Weil Kontakt mit Herrn Seute gehabt. Ja. Nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Vielleicht weiß Frau Haas. Also ich gebe den Ball gleich mal weiter an den Experten von Weißbuchs, der hier ist. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass Dieter David Seute immer wieder gesagt hat, dass er die Geschichte von Elise Hermann aus verschiedenen Geschichten zusammengesetzt hat. Also es ist fiktiv, aber es sind diverse Lebenserinnerungen von verschiedenen Menschen, die er in eine Figur zusammengegossen hat. Ne? Aber ich gebe es dir mal kurz, vielleicht weißt du noch mehr. Ja, das stimmt im Grunde. Also vieles im Buch basiert auf einer Geschichte, die ihm so in Neuseeland zugetragen wurde, wo er ja viele Jahre gelebt hat. Das ist so der Kern des Buchs, um den er dann die Geschichte gestrickt hat quasi. Ich hatte nur noch einmal eine Frage, das hatte ich vorhin vergessen. Der Bruder, der hatte doch von ihr auch überlebt, oder? Was ist denn... sagte sie nicht, sie ist mit ihrem Bruder dann zu der Wohnung zurück und dann, oder nein, oder sie hat, der Bruder sagte ihr noch, hilft dieser Frau auf keinen Fall, die diese Sachen noch weggenommen hat. Was ist eigentlich mit dem noch gewesen? Gute Frage. Der sagt mir gerade nicht so viel. Ja. Ich hatte eine gute Verbindung und einen schönen Austausch mit ihrem Neffen, dem Chaim Adler, der sitzt auch da bei diesem 100. Geburtstag. Aber auf dem Bruder, da erwischen Sie mich jetzt kalt, das macht nichts. Weiß ich also nicht. Nur, sie hatte den ja zweimal, glaube ich, so erwähnt, aber ja, sie sagte sonst auch, die einzigen Überlebenden waren eigentlich die Schwestern. Der war auf jeden Fall dann nach Israel und ist dann gekommen, also Palästina natürlich noch damals, als er wegging. Und ihre beiden Schwestern sind ja auch nach Palästina gegangen. Der kam dann, um ihr zu helfen. Und ich glaube, alles hat 3 oder 4 Jahre gebraucht, um dann die Ausreise genehmigt zu bekommen. Mhm. Okay, danke. Dankeschön. Also der Film, wunderbar, wie Sie ihn gemacht haben, eine wunderbare Dokumentation. Wer spricht? Hier.
Hier. Ah, ja. Ja. Okay. Und die Dame hier vorne rechts hat ein Buch erwähnt. Ich habe es zu Hause. Ich habe den Titel jetzt nicht direkt vor mir. Aber so ein Paperback ist noch zu bekommen. Und wer dieses Buch liest, legt es nicht mehr aus der Hand. Es wird alles bestätigt, was wir in dem Film finden. Aber eine andere Komponente möchte ich gerne noch mal erwähnen. Sie haben hier einen wunderbaren, einen einzigartigen Mensch porträtiert. Aber wir sollten vielleicht auch daran erinnern, dass die Stärke, die dieser Mensch gefühlt hat, zu überleben, das kommt in dem Buch wunderbar raus, ist die Musik. Wir haben hier vorhin gehört, wir haben, wie genau wie bei Edith Kraus, leider keine Originalaufnahmen. Aber das, was Alice gesagt hat über die Musik, ersetzt alles, was wir durch solche Aufnahmen spüren würden. Wie sie sich ausdrückt, wie sie aus dieser Musik geschöpft hat. Und nun war das auch das Schöne, ihr Sohn wurde ein ganz bekannter Cellist und sie lebte mit der Musik. Und das kommt in dem Film ganz wunderbar raus. Also ich muss ganz kurz berichtigen, es gibt Aufnahmen von Edith Kraus, das ist im Enjoy the Music auch zu sehen. Sie hat in späten Jahren eine CD aufgenommen mit Musik von Viktor Ullmann, der auch in Theresienstadt war und den sie quasi wiederentdeckt hat oder zu dem sie zu einer Renaissance richtig, das sind verholfen hat. Die ersten vier Sonaten von Ullmann. Genau, genau. Ja, aber ja. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, jetzt haben mehrere Leute von dem Buch gesprochen, es gibt aber niemand, der weiß, wie es heißt doch. Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Gut, dann ist das jetzt ein Lesetipp. Und noch etwas, was Sie schön rausgebracht haben. Sie hatte ja im Alter Schwierigkeiten mit den Händen und sie spielt diese eine Etüde von Chopin. Die linke Hand, man sieht, der Zeigefinger arbeitet nicht. Sie hat die Stücke neu erarbeitet und bringt sie noch in einer wunderbaren Form, obwohl sie mit den Händen nicht mehr richtig konnte. Das kommt sehr, sehr gut raus in der Aufnahme. Also was man von Alice, aber auch von Edith Kraus, glaube ich, sagen kann, ist, dass es zwar von Edith ja die kleine Aufnahme oder die eine Aufnahme gibt, aber dass beide, denke ich, ihr Können, ihr Wissen, ihre Liebe zur Musik an ihre Schüler weitergegeben haben. Und das aber auch nur, weil sie beide so wunderbare Lehrer hatten. Es gibt noch eine andere Verbindung, das habe ich vorher noch gar nicht gesagt. Edith Kraus erzählt in den Enjoy the Music sehr bewundernd von ihrem Lehrer Arthur Schnabel, Meisterschüler oder Meisterlehrer in Berlin zur damaligen Zeit, einer der Koryphäen, bei dem Edith Kraus lange Jahre Klavierunterricht hatte. Alice wiederum hat ihm auch vorgespielt, als sie schon ausgebildete Pianistin war und er hat sie nicht mehr angenommen, weil er gesagt hat, also es wird kolportiert, dass er gesagt hätte, dass er ihr nichts mehr beibringen konnte, weil sie schon so gut war und schon so perfekt gespielt hat und er technisch und musikalisch einfach nichts mehr beibringen konnte. Aber nichtsdestotrotz, auch sie hatte sehr tolle Lehrer, von denen sie auch immer wieder, glaube ich, profitiert hat und das Wissen weitergegeben hat. Das kann man, denke ich, von beiden sagen. Mir fällt gerade noch was ein, was ich im Film nicht unterbringen konnte. Komischerweise ist es mir nicht gelungen. Alles, Familie, war bekannt, nicht bekannt, war befreundet mit Max Brod und Franz Kafka, ganz enge Freunde. Und Alice sagte mal, ja, der Franz Kafka, wenn mit meiner Zwillingsschwester und wir sind dann spazieren gegangen und dann hat er die eine auf den einen Schenkel gesetzt, die andere auf die andere und dann haben wir zugehört und der hat uns völlig wirre, wahnsinnige Geschichten erzählt. Ich sage, alles, wissen Sie noch irgendwas darüber? Sagt, das kann ich nicht mehr sagen. Aber es war haarsträubend. Die Familien waren also ganz, ganz eng befreundet. Und das fand ich dann auch ganz toll, jemanden kennenzulernen, der mit Kafka befreundet war. Und das, ich konnte es nicht unterbringen im Film. Ich weiß auch nicht. Ich hätte es gern gemacht, aber ging irgendwie nicht. Ja, das wäre, glaube ich, nochmal ein Film für sich gewesen, ihre Kindheit und Jugend in Prag, im Deutsch oder in der deutschen Gemeinde in Prag. Ich glaube, es waren vorhin nochmal einige Meldungen oder sind jetzt alle schon abgearbeitet und beantwortet? Wenn dem so ist, dann frage ich nochmal kurz, um auch den Verbindungsbogen zu Israel zu schlagen. Ich habe es vorhin gesagt und Sie haben auch schon von Ihrem Film erzählt, Café Ta'amon. 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 Wie der Titel schon sagt, ist ein Café in Jerusalem. War denn Alice mal dort? Kannte sie das Café? Haben Sie das gefragt, als Sie mit ihr gesprochen haben?
Gibt es da Verbindungslinien, die sich beide gezogen haben? Das ist eine gute Frage. Da bringen Sie mich aufs Eis, aber ich glaube nicht, weil als ich das Café Tahamon kennenlernte, da war, das war nach Alles Dreh bereits. Ich bin, das mache ich jetzt kurz nur, aber ich bin mit dem Film auch, mit dem Film hier eingeladen gewesen zum Jewish World Film Festival in Ashkelon, das ganz im Süden von Israel, neben Sderot, wo immer die Raketen aus dem Gazastreifen rüberregnen. Und danach habe ich gedacht, jetzt müsste ich, wenn ich schon mal da bin, dann muss ich auch Jerusalem kennenlernen, weil ich kannte Israel eigentlich gar nicht. Und bin dann mit dem Bus nach Jerusalem gefahren, bin in die Altstadt, es war Winter, es war kalt, nebelig, nass. Und in der Altstadt war eine köstliche, also nicht köstlich, geheimnisvolle Stimmung, keine Leute da. Das Wetter war so schlecht. Ich war quasi praktisch der Einzige an der Klagemauer. Großartiges Gefühl, also ganz strange. Bin dann zurückgelaufen, hatte Hunger, Durst, war durchnässt. Gehe in ein winziges Café, bekomme dort Kaffee und Linsensuppe, gehe nächsten Tag wieder hin und dann outeten sich die Besitzer so ein bisschen. Die sprachen zwar kein Deutsch, aber Jiddisch, aber so Jiddisch-Deutsch so ein bisschen und konnten wir miteinander reden. Dort gab es zu der Zeit immer noch Immigranten, deutsche, jüdische Immigranten und mit denen kam ich auch ins Gespräch, ohne zu wissen, was dieses Café für eine Historie hat. Bin zurück nach München geflogen und dachte mir, also über das Café muss da irgendwas machen. Und hatte eine deutsch-jüdische Freundin, die war Stammgast in dem Café gewesen. Und das ist ein historisches Café, gegründet 1936 von deutschen emigrierten Juden. 1960 hat es ein Israeli übernommen mit seiner Frau und der hat das Café geführt bis 2013. Und die haben dann aufgehört aus Altersgründen. In dem Café waren die extremen Linken zu Hause, die israelischen Linken, also Mats Penn, was heißt Kompass, und die Black Panther of Israel. Und dann gegenüber wurde 1950 das Parlament gebaut, die Knesset, und dann kamen aus der Knesset die Politiker rüber in das kleine Café, weil in der Knesset gab es nichts, nicht mal ein Wasser, kein Kaffee, nichts zu essen, und im Café hat man sich dann also ein bisschen gelabt und dann rumpelten natürlich diese Politiker mit den linken Aktivisten zusammen und das muss richtig heftig hergegangen sein und das hat mich dann sehr interessiert und darüber habe ich einen Film gemacht über das Café und die alten Linken, von denen es heute noch eine ganze Menge gibt. Und ja, das ist mein nächster, den vielleicht auch mal hier gezeigt werden ja, kann. Ja, wer weiß. Mal gucken. Wink mit dem Zaunpfahl, verstanden. Dann würde ich mal sagen, mit dem kleinen Cliffhanger zum vielleicht nächsten Abend mit Michael Teutsch und seinem Film Café Tahamon lade ich Sie jetzt schon herzlich ein, bedanke mich aber vor allem, dass Sie jetzt hier waren heute schon mal. Danke Ihnen für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg und noch viel Spaß und Vergnügen bei den nächsten Frankfurt liest ein Buch Veranstaltungen, die Sie vielleicht noch besuchen werden bis nächsten Sonntag. Guten Nachhauseweg. Danke.